Hallo, ich bin die Anna und bin mittlerweile schon in der 40. Schwangerschaftswoche. So sieht mein Bauch aus. Und ja, ich erwarte mein erstes Kind, das heißt, es ist meine erste Schwangerschaft und mittlerweile, ich bin ja echt froh. Ich kämpfe nämlich erst so seit der 39. Schwangerschaftswoche mit schweren, dicken Beinen. Für mich habe ich so ein paar Sachen rausgefunden, die mir helfen, einfach ja, eine gewisse Erleichterung zu finden. Und die möchte ich natürlich gerne mit euch teilen. Als erstes gibt es die Möglichkeit, einfach morgens nach dem Aufstehen solche Kompressionsstrümpfe anzuziehen. Sind die totalen Liebestöter. Die unterstützen einfach die Venen und beugen auch Krampfadern vor. Und die zieht man sich einfach ja quasi über das ganze Bein und lässt die dann wirklich den ganzen Tag an. Im Sommer ist es natürlich nicht so angenehm, aber so, wenn kühlere Tage sind, trage ich schon manchmal ganz gerne diese Kompressionsstrümpfe. Es ist aber so, die machen nicht, dass die Schwellung weggeht, aber sie unterstützen einfach die Beine und also es bereitet keine Schmerzen. Es ist irgendwie ganz angenehm zu tragen. Das Zweite, was man natürlich machen kann, ist die Füße hochlagern. Ich mache es ganz gerne so, dass ich mich aufs Bett lege und die Füße auf die Fensterbank, die ist nämlich ein wenig höher. Oder ihr könntet auch einfach mehrere Bolster nehmen und so eure Füße hochlagern. Dann immer, wenn ich dusche, mache ich Wechselduschen. Das heißt, ich dusche kalt, also die Füße so kalt runter, dann drehe ich auf ganz warm, dann wieder kalt. Und ja, das unterstützt auch irgendwie die Venen und das hilft mir auch und ich finde es ganz angenehm. Wenn es ganz schlimm ist und ich so wirklich den ganzen Tag viel gesessen bin zum Beispiel, dann habe ich es immer extremer. Dann mache ich auch ganz gerne ein Fußbad und ich bevorzuge da kaltes Wasser einfach in eine Schüssel rein, die Füße rein und ja, finde ich ganz angenehm. Der letzte Tipp gegen geschwollene Beine in der Schwangerschaft ist es noch sehr, sehr viel Wasser zu trinken. Das hilft auch. Ja, das sind so meine Erfahrungen mit geschwollenen Beinen. Mir tut es nicht wirklich weh, aber es sieht einfach unschön aus und es ist, ja, es ist irgendwie unangenehm. Und ich bin froh, dass Sommer ist und dass ich Flipflops tragen kann, denn so habe ich kein Problem, irgendwie, dass ich in keine Schuhe mehr reinpasse. Wie geht es euch so mit geschwollenen Beinen? Habt ihr da vielleicht noch eine Geheimwaffe? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen tollen Tag. Tschüss!